Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Heute mit einer sehr, sehr, sehr wichtigen Album-Review für mich. Und zwar geht es heute um das Album Dunkel der Die Ärzte, der besten Band der Welt aus Berlin. Aus Berlin! Und ja, ich habe mich super gefreut auf das Album. Natürlich, man hatte nicht das Maß an Vorfreude, wie das jetzt bei Hell der Fall war. Weil halt einfach die Zeit, die dazwischen lag, natürlich das nicht zugelassen hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein über eine Stunde langes Album mit 19 Tracks drauf. Also es gibt wirklich jede Menge fürs Geld. Und es lohnt sich auch hier, das kann man gleich vorab sagen, definitiv euch die CD oder die Platte zu kaufen, weil hier gibt es so um die 2 Minuten mehr Material von den Jungs. Ist zwar eher Gequatsche und so, aber das habt ihr, wenn ihr das Ding streamt und ähnliches tut, natürlich nicht. Und ich gehe davon aus, dass wenn man so ein Ding kriegt, dass man das da natürlich komplett hören möchte mit jeder Minute, jeder Sekunde. Ich habe es auch gerade hier, um auf die Trackliste immer mal zu lunsen. Das ist das gute Stück. Und ja, ich finde es auch optisch sehr schön, schöner als Hell tatsächlich. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Tracks so durch, was wir hier so haben. Und am Ende ziehen wir ein Fazit, vergleichen es mit Hell, schauen, ob die Alben gleich auf sind, ob Dunkel besser ist als Hell. Oder schauen wir mal, ne? Würde ich sagen. Fangen wir doch mal an. Also Track 1 haben wir KFM, das da ja jetzt auch schon hinlänglich bekannt ist für Karnickel-Fick-Musik. Fängt an mit, also man hört ein Auto, das anfährt. Und man kann hören, dass der Mensch, der dieses Auto fährt, offensichtlich gerade Hell zu Ende gehört hat. Denn wir hören die letzten Töne des funky Outros von Woodburger. Und dann geht es los mit Wir sagen Spring und ihr fragt wie hoch. Ein Zitat von Rage Against the Machine Track Bullet in the Head heißt der Song. Vom ersten Album von Rage Against the Machine. Geiles Album. Bullet in the Head, wohl auch, glaube ich, einer meiner Lieblingstracks der Band. Vielleicht auch von den Ärzten. Naja, wer weiß. Und dann geht es in einen superschnellen Punk-Song, der vom Feeling her an Mein Lied erinnert von Farin Solo. Ich muss aber an der Stelle auch leider gleich mal sagen, der Track ist viel zu kurz. Besteht irgendwie nur aus Hook. Und ich finde den Gag mit Karnickel-Fick-Musik, ich weiß nicht, hat bei mir jetzt nicht so gezündet. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Aber auf jeden Fall, der Opener hypt schon mal, kickt richtig gut. Ich finde, das Album fängt sehr viel stärker an als Hell. Hell fängt ja an mit diesem Trap-Beat-Spielerei-Dings, was ja ganz lustig ist. Aber hier hat man natürlich klassischen Ärzte-Sound gleich zu Beginn, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Dann ist der Song auch recht schnell vorbei. Und wir kommen zu Track 2, der da heißt Wissen. Ist eher so ein Mid-Tempo, hart-rockiger Song. Weniger punkig von der Geschwindigkeit her, eher langsam. Erinnert mich von der Melodieführung her sehr stark an... Es klingt wie so ein Mashup aus 3 verschiedenen Sachen, die Farin so solo gemacht hat. Das soll jetzt nicht heißen, dass er dabei sich selber abkupfert. Ich meine, der Mann hat jetzt auch wirklich schon ein paar Songs geschrieben, dass man da eine Werkzeugbox hat an Tools, Songwriting-Tools, die man immer wieder benutzt. Das ist ganz klar. Also der Song klingt für mich wie eine Mischung aus Unscharf, Das schöne Mädchen und Was die Welt jetzt braucht. Es klingt für mich wie eine Mischung aus diesen 3 Songs. Ist textlich tatsächlich dann auch gar nicht in dem Maße lustig mit der Hookline, ich will nicht wissen, wie es dir geht. Es wurde ja in Interviews auch gemunkelt, dass das irgendwie wohl was mit dem Track Zu spät zu tun haben soll. Halte ich für Quatsch. Mag den Song aber tatsächlich sehr gerne. Farin singt hier wirklich sehr schön. Und es gibt hinten raus im C-Teil auch nochmal ein echt schönes, sehr melodisches Gitarrensolo, das mir echt gut gefällt. Und ich mag es auch, wenn Farin dann hinten die Stimme ein bisschen anzieht, wenn er ein bisschen lauter wird. Und
finde, das ist jetzt kein Killer erster richtiger Song tatsächlich. Aber das Lied wächst mit jedem Hören und es, man hört hier auch den Bass zu jeder Sekunde sehr schön. Jedes Instrument sticht heraus. Es ist eine glasklare, sehr druckvolle Produktion, die einfach... Die Produktion ist einfach richtig schön. Die gibt richtig Gas. Es macht Bock, das schön laut zu hören. Dann kommen wir zu Track Nummer 3, der da heißt Dunkel. Und der fängt an mit so einem... Wie so ein Disco-Beat hat der Track schon fast. Und hier kommt der Grufti-Bela der 80er irgendwie raus. Und es ist ein Liebeslied von Bela an die Dunkelheit. Thematisch, man könnte den Track in eine Reihe stellen mit Der Graf, Licht am Ende des Sarges, mit, was gibt's noch von Bela? Dein Vampir, ganz alt. Mag ich sehr gerne, ist ein Hit. Ich hoffe, dass der Track dann auch als Single ausgekoppelt wird irgendwann. So als Titeltrack könnte man das ja tatsächlich machen. Und finde nur an der ein oder anderen Stelle macht das lyrisch nicht so, ist es nicht so hundertprozentig stimmig. Ich mag das mit dem schwarzen Babytuch irgendwie nicht so, verstehe das nicht so ganz. Aber hey, es ist halt einfach so eine Grufti-Story. Da muss man sich drauf einlassen. Mag den Track super gerne. Ist eine mega Hookline, ist mega catchy. Und auch hier, wie gesagt, eher so Disco-rockig. Und dann geht's weiter mit Track 4, Anti. Anti ist dann wieder ein bisschen klassischerer Farin-Urlaub-Rocksong. Es werden hier verschiedene Sachen gegenübergestellt. Hindunist oder Hurensohn ist die Zeile, die irgendwie bei mir hängen bleibt. Wahrscheinlich, weil ich immer noch das Wort Hurensohn lustig finde. Was soll ich sagen? Ich werde halt nie erwachsen. Die Ärzte auch nicht und das ist gut so. Der Refrain, ja, dann bin ich gegen alles. Mit schön gerotzt, ist schön rockig, gefällt mir sehr gut. Was man noch sagen kann dazu, thematisch ist der Track im ersten Moment, mein Gott, fahr doch langsamer. Hei, bin ich ja morgen noch unterwegs. Ja, thematisch wirkt der Track auf den ersten Blick irgendwie sehr generisch mit diesem, ich bin gegen alles, das ist so, wie Rebell, ich bin dagegen. Aber auf den zweiten Blick wird sich hier, meine Nase. Das ist immer morgens, wenn ich aus dem Bett steige und rausgehe in die kalte Welt, dann sagt mir meine Nase, geh wieder zurück ins Bett und schlaf noch eine Runde. Ja, ich finde, der Track ist, also so lyrisch befasst er sich jetzt mit diesem klassischen Gedanken der Grautöne. Es gibt einfach nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch was dazwischen. Das ist so ein bisschen Kritik. Daran schätze ich an dieser Denkweise und soll einfach so ein bisschen aufrütteln. Ne? Ich meine, er singt ja auch, glaube ich, in dem Track die Zeile, ich werf die Münze nicht nochmal, denn sie zeigt dir nur Kopf oder Zahl. Es gibt mehr wie schwarz und weiß. Es gibt auch Grautöne. So, dann geht's weiter. Anti gefällt mir tatsächlich sehr gut. Bis jetzt kein schwacher Song auf dem Album. Alles tippitoppi. Dann haben wir Doof als nächsten Track. Der sehr ska-mäßig um die Ecke kommt. Mit so einem... Hat ein sehr lustiges Feeling zuerst. Und ist ein Bela-Song. Moment, jetzt muss ich mir doch mal die Nase putzen, weil ich kann leider nicht zurück ins Bett. Liebe Nase, es tut mir leid. Und ist ein Bela-Song. Ein Bela-Ska-Song. Und in der ersten Strophe schnappt er sich dann gleich mal die Nazis. Es macht keinen Sinn, mit Nazis zu reden, denn Nazis sind Nazis, weil sie Nazis sein wollen. Und meine Oma hat den Grund gekannt. ist das Ende der ersten Zeile. Ich finde es... vielleicht ist es ein bisschen zu hart, der Zeigefinger. Der Refrain, doof bleibt doof. Fand ich im ersten Moment auch nicht so, hat mich nicht so gekickt zuerst, aber wächst mit jedem Hören. Die zweite Strophe ist dann für mich, Moment, wenn ich jetzt hier während dem Autofahren aus dem Booklet vorlese, die zweite Strophe gefällt mir sehr gut. Und zwar, Moment, da geht es nämlich um, erzählt halt so ein paar Verschwörungsideologien auf. Es geht um Flat Earther, Querdenker, Klimaleugner und alles schön in zwei, drei Zeilen, schön zusammengefasst. Das finde ich sehr, sehr gut. Doof bleibt doof.
da helfen keine Pillen, nicht beim allerbesten Willen. Ist so. Was hier vielleicht noch interessant ist, der Song im letzten Refrain wird es dann nochmal schön, schön rockig. Es kommt so eine bratzige Gitarre mit rein, so de-de-de-de-de-de-de-de-de, was ich ziemlich, ziemlich geil finde. Und ein Kinderchor steigt mit ein, der dann den Refrain mit Bela singt. Ziemlich, ziemlich geil. Schöne Steigerung für den Refrain, richtig gut gemacht. Auch ein guter Track. Also wir sind jetzt bei Track 5 und es ist noch nichts Schlechtes passiert. Dann kommt Track 6 mit Schrei. Und das ist dann leider auch der einzige Rod González Song auf diesem Album. Und das ist einfach super schade. Ich fand die Tracks, bei denen Rod beteiligt war, auf Hell, wie Morgens Pauken und wie hieß es, Polyester, waren für mich fast schon Highlights des Albums. Und dass er hier mit Schrei drauf ist, als einzigen Track von ihm, finde ich sehr, sehr schade. Ich finde, hier wird das Talent verschwendet von ihm. Aber er hat ja auch bei Dunkel, dem Titeltrack, offensichtlich an der Musik mitgearbeitet. Aber ja, der Song Schrei ist dann für mich leider kein Glanzstück, muss man sagen. Also Rod hat da deutlich, deutlich bessere Dinge schon gemacht. Und ist sehr gleichförmig. Rod singt hier so ein bisschen nölig. Das ist auch Sinn der Sache, denn es geht hier, schätze ich mal, um diese Incels, Tastaturkrieger, die zu Hause sitzen und die ganze Welt mit ihrer Scheiße vollspucken übers Internet. Das ist so das Thema des Tracks. Der Track hat nicht mal eine Hookline, außer man nimmt dieses Oeo als Hookline. Ich habe den Track jetzt wirklich schon sehr, sehr häufig gehört, aber der dümpelt meiner Meinung nach leider echt vor sich hin. Schade, mir blutet das Herz, dass wir hier nicht noch mehr Rod bekommen haben. Aber naja, kann nicht jeden Tag Weihnachten sein. Und außerdem in so kurzer Zeit zwei Ärztealben meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Aber ja, dann gehen wir weiter zu Kraft. Und Kraft ist dann tatsächlich für mich ein Highlight. Der Refrain erinnert dann natürlich in diesem Track durch die Art und Weise, wie Farin Kraft sagt, an Till Lindemann. Ganz klar. Musikalisch erinnert das sehr wenig an Rammstein. Der Track ist die meiste Zeit aufgebaut auf so einem Tom Groove ist er aufgebaut. Farin Urlaub spittet schon fast in sehr kurzer Zeit super viele Lines. Und es geht einfach um die Power, die unsere Sprache hat. Zum Beispiel in der ersten Strophe, da geht es offensichtlich um so einen gut trainierten Bodybuilder-Menschen, der Farin auf die Fresse haut und Farin ihn da niederstreckt mit Worten. Hier ist natürlich die Besonderheit, die hier dann kommt, das ist hinten raus. Ich glaube, es ist die dritte Strophe. Also bei mir beim ersten Hören war das so, ich habe mich so gut gefühlt. Es war halt so eine schöne Farin-Nummer. Farin, das macht einfach immer Spaß. Und dann kommt die Strophe, wo es darum geht, dass eine Frau irgendwie gemobbt wird, bis sie ihren Job dann kündigt, vor die Bahn springt, sich umbringt. Und das ist dann so ein Moment, uiuiui, fahr doch noch schneller, du Vollhorst. Und das ist dann der Moment, wo die Zeile ist wie so ein Schlag in die Magengegend. So, gerade habe ich noch irgendwie Spaß gehabt mit dem Song und dachte, ja, Worte haben Kraft. Und auf einmal kommt so eine richtig düstere Mobbing-Story um die Ecke. Und ja, es ist leider so, es ist viel zu nah an der Realität dran. Viel zu viele Menschen tun sich selber was an, weil sie irgendwie auf der Arbeit gemobbt werden oder sonst in der Schule gemobbt werden oder sonst irgendwo. Ich finde es sehr gut, dass es hier angesprochen wird, auch wenn es natürlich ein Stimmungskiller ist. Aber das muss auch mal sein. Super Track. Ich mag auch hier, würde ich auch gerne noch hervorheben, in der letzten Strophe, da kommen so Streicher hinten rein. Und gut, ja, es sind sowieso, kommen Streicher hinten rein. Streicher in der letzten Strophe. So fast schon orchestermäßig, was hier reinkommt, was ich echt richtig, richtig geil finde. Und auch die Gitarre ist ziemlich nice im Refrain. Dieses Kraft. Finde ich super geil. Sehr catchy. Und wir wissen ja auch jetzt schon, dass es die nächste Single wird. Und hier auch gleich schon mal eine Sorge von mir, weil ich gehe mal schwer davon aus, dass wenn Kraft die nächste Single wird, wir hier auch wieder vielleicht B-Seiten bekommen werden. Und meine Befürchtung, meine Prognose,
das YouTube-Video Tresenkraft, diese mit diesen Sprechern, wo irgendwie die Stimme von The Rock und Justus und was war noch, SpongeBob. Ich fürchte, wir werden das irgendwie als B-Seite verkauft bekommen, als Audioversion. Ich hoffe nicht. Ich wünsche mir lieber einen Track, aber schauen wir mal. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich laber ganz schön lange über die Scheiße hier, ne? Aber hey, hallo, es ist ein Ärztealbum. Ich kann das nicht so kurz abhaken. Das geht nicht. Dann geht's weiter mit Schweigen. Schweigen ist so ein kompletter elektronischer Song von Bela, den ich sehr, sehr gerne mag. Mein Schweigen ändert nichts, ist hier die prägnante Zeile. Und ich weiß nicht, ob es in diesem Track ist. Ja, ich glaube, es ist in diesem Track. Ein Herz trocknet erst aus, ehe es zerbricht. Also ein Herzschmerz-Song, ich denke auf Beziehungen gemünzt natürlich. Wer kennt es nicht, der schon mal in einer Beziehung war, dass man irgendwie so festgefahren ist in seinen Wegen und man dann einfach schweigt, weil man es nicht schafft, über seinen eigenen Schatten zu springen und das Richtige zu tun und vielleicht seiner Partnerin oder Partner zu sagen, das Richtige einfach zu sagen. Deshalb, also, es ist wirklich, ich mag den Song total gerne. Ich mag auch den Pre-Chorus wirklich super gerne. Und dann die Hookline. Ah, ist ein großer Song. Schweigen, extrem guter Track. Dann kommt Tristesse. Ist irgendwie Farin Urlaubs Sound of Silence, so ein bisschen. Musik, super happy. Der Refrain zaubert einem sofort ein Lächeln ins Gesicht. Textlich geht es aber hier um Depressionen. Ein Menschen, der sich zu Hause einsperrt. Und er hat natürlich hier auch die viel zitierte, schon fulminante Zeile. Man leidet besser. Man leidet besser allein als vor Laienpublikum. Die Zeile ist einfach Gold. Fahr in Urlaub mal wieder. Ich liebe die Zeile. Ist auch einer meiner Highlights tatsächlich. Also bis jetzt haben wir keinen schwachen Track. Der einzige Track, der bis jetzt ein bisschen abgefallen ist, war Schrei tatsächlich. Was ich so schade finde, denn ich liebe diese Rotz-Songs immer so. Warum? Ja, egal. Kommen wir weiter. Kerngeschäft. Das ist der Track mit Ebo zusammen, der Rapperin Ebo zusammen. Das erste Rap-Feature auf einem Ärztealbum überhaupt. Wirkt erstmal natürlich befremdlich. Finde die Thematik des Tracks sehr gut. Jeder neue Sänger klingt wie Cher. Cher. Finde ich super gut. Man könnte aber auch sagen, die klingt wie Cher, wie Stuhl halt, ne? Aber ja, da geht es vermutlich, also im Refrain ist die Catchphrase ist na und, Musik ist älter als Kapitalismus. Da geht es vermutlich, klar, auch durch die ganze Corona-Krise natürlich, aber es ist ja hauptsächlich Kritik an der Musikbranche hier. Es geht nämlich darum, dass quasi jeder irgendwie seinen Scheiß schnell rausballert, um Geld zu machen und dass einfach die Qualität und die Kunst, die in der Musik steckt, leidet unter dem Kapitalismus. Das ist meiner Meinung nach hier, also das, was ich hier extrahiert habe an Message. Mag den Track sehr gerne. Das Rap-Feature ist, naja, also ich finde auch ihre Lines, ehrlich gesagt, jetzt nicht so stark. Ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, wenn du die erste Rapperin bist, die auf einem Ärztealbum gefeatured wird, der fucking besten Band der Welt, dann bring deine besten Lines. Nicht diese C-Lines, dieses Loop de Loop, Soup de Jour, keine Ahnung, was sie da sagt, das ist alles so, die einzig starke Zeile, die sie dann hat, ist Musik, ist das Nirvana jeder Möglichkeit oder sowas. Ja, das ist eine gute Line, aber ansonsten, naja. Was man ihr zugutehalten muss, ist, sie artikuliert sich sehr klar, weil bei Deutschrap, ich mag immer nicht, wenn die so reden die ganze Zeit, es geht mir auf den Sack. Sie artikuliert sich sehr klar und deutlich, das gefällt mir sehr gut. Ich mag ihre Stimme auch. Hätte mir ein paar geilere Lines gewünscht, aber hey, mein Gott, ich bin nicht Ebo. Dann geht's weiter mit dem Track Einschlag und da geht es um eine Beziehung, einen Mann, der seine körperliche Überlegenheit ausnutzt, nicht unter Kontrolle hat und in einem hitzigen Gefecht, einem Streit seine Frau schlägt und sie dadurch umbringt. Finde, mutiges Thema, wichtiges Thema tatsächlich, weil man muss ja auch sagen, durch Corona sind so viele Abgründe tun sich auf hier wieder und
man muss mal gucken nach Statistiken, wie häufig es vorkommt, dass eine Frau von ihrem Partner totgeschlagen wird. Und es sind leider erschreckende Zahlen. Deshalb gut, dass die Jungs das Thema hier ansprechen. Das darf man nicht unter den Tisch kehren. Und wenn du ein Mann bist, der seine körperliche Überlegenheit seiner Partnerin ausnutzt, um sie in irgendeiner Weise und Form zu unterdrücken, dann bist du eine erbärmliche Wurst und solltest lieber alleine bleiben. Ja, das zu dem Thema. Musikalisch mag ich den Track auch wirklich sehr gerne. Bela hat hier sowieso wieder jede Menge Glanzstücke vollbracht. Mit Tempo, Rocker, wirklich ein Top-Song halt auch, mit einer schönen Lead-Melodie in der Hook. Ich mag es einfach sehr gerne. Dann kommen wir zu Anastasia. Befasst sich auch mit dem Thema des Mannes in unserer modernen Zeit. Hier geht es aber eher so ein bisschen, also Farin hat das Ganze so ein bisschen lustiger gemacht. Gott sei Dank, nach Einschlag braucht man mal was Lustiges. Und hier geht es so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es erzählt so aus der Sicht eines Incels so ein bisschen. Also so ein Mensch, der nie wirklich eine Beziehung hat, der irgendwie zu Hause im Keller bei Mami wohnt und WoW spielt, aber der möchte, dass seine Frau bitte aussieht wie Kim Kardashian oder Shakira, aber selber halt einfach nichts zu bieten hat. Und ich finde, Farin hat es charmant gelöst. Mag den Text auch sehr gerne. Es ist ein lustiger Song mit einer kleinen, ernsten Message dahinter, so wie Farin das einfach gut machen kann. Dann kommen wir zu Besser. Und Besser ist so ein recht langsamer, schwerfälliger Mittempo-Rocker. Find Besser und beim nächsten Mal bin ich ein besserer Mann. Man kennt das ja, ne, dass man hier festgefahren ist im Alltag, der Beziehung. Man macht immer die gleichen Fehler und es kostet einfach super viel Kraft, auszubrechen aus diesen alten Verhaltensmustern und tatsächlich seinen Fehler zu verbessern. Ich finde gut, dass es thematisiert wird, ist auch so ein Thema. Aber der Song ist, ich mag den Song leider nicht so gerne. Positiv könnte man sagen, in der Hook diese Streicher, die dann reinkommen, die lassen das alles nochmal riesig klingen, was ich wirklich cool finde. Der Track gibt mir aber tatsächlich nicht so wirklich viel. Dann kommt Nachmittag, kriegt Bela seine gerechte Strafe für Einschlag. In diesem Track, das Besondere an dem Track ist, Farin Urlaub hat das Instrumental geschrieben für Bela. Weil viele Hater kommen natürlich jetzt hier um die Ecke und sagen, das klingt wie Bela Solo, Bela soll sein Solo-Scheiß bitte Solo machen. Das hat Farin geschrieben, liebe Leute. Und hier geht es um eine tragische Liebesgeschichte mit dem Refrain, Liebe ist kompliziert. Bela wird erschossen von seiner Partnerin, aber in seinen letzten Momenten, wenn sein Leben vor seinen Augen nochmal abläuft, ist er verliebter denn je in seine Partnerin, weil sie so wunderschön dabei aussieht, wie sie ihn erschossen hat. Ich mag den Song sehr gerne. Diese Beobachtung, die Art und Weise, wie das analysiert wird, mag ich wirklich super gerne. Dann kommen wir zu Menschen. Der Song fängt an mit so einem Bohemian Rhapsody-esken Sprechgesang. Erinnert mich auch in den Tiefen mancher Seele. Hat so ein bisschen was davon, weil es halt mit diesem Sprechgesang anfängt. Sprechgesang, sage ich, mit diesem Chor, so meine ich, anfängt. Und da bin ich gleich mal voll gehuckt, bin voll drin. Und dann kommt die Conclusio, Menschen sind für Menschen einfach nicht gemacht. Punkt. Kann man mal so sagen, ja. Ich finde den Track aber dann tatsächlich, der plätschert irgendwie so an einem vorbei, ohne große Highlights, ohne große Hook. Finde ich schade, ich finde der Track verschenkt viel Potenzial hierdurch. Aber ja, also der Song ist so mittendrin. Ist in Ordnung, ist kein Überflieger. Kann man mal machen, ne? Dann kommt der erste Track. Ne, nicht der erste Track, dann kommt Erhaben. Und Erhaben finde ich wiederum ist ein Hammer-Track von Farin. Und mein Lieblingspart ist immer wieder der Refrain. Dieses Erhaben. Die Melodie erinnert mich an dieses Schubidu aus Schopenhauer. Und es gibt immer wieder, wenn er die Hook so gesprochen hat, gesagt hat, dann gibt es so einen kleinen Basslauf darunter, der super geil ist, Mann. Wow, über Kopfhörer macht das ja mal richtig Laune. Es ist auch kein Abtempo-Punker, es ist auch eher so ein Midtempo-Rocksong. Ich liebe dieses Lied, ich finde es super geil. Wieder mit Farins klassischer Beobachtungsgabe. Singt über einen Menschen, der, ja,
offensichtlich immer die gleichen Fehler macht, immer gegen die Wand läuft, weil er es einfach nicht weiß, wie er es besser machen kann und trotzdem glücklich ist damit. Oder zumindest wirkt er erhaben. Ob er tatsächlich glücklich ist, das ist natürlich eine andere Frage. Er wirkt zumindest für Farin so. Ich kenne da tatsächlich den ein oder anderen Menschen, der so lebt, deshalb fand ich den Track auch sehr, sehr lustig. Gut, dann sind wir fast schon am Ende des Albums angekommen. Dann kommt der Track danach. Und da habe ich multiple Fragezeichen in meinem Gehirn. Weil es dürfte jedem natürlich direkt klar sein, der den Track länger als 30 Sekunden hört, das hier ist eine Abwandlung von einmal ein Bier, langsamer gespielt mit anderem Text. Natürlich ist dieses diese Breaks, die bei einmal ein Bier drin sind, die sind hier nicht drin. Aber ich verstehe nicht, warum der Track da drauf ist. Finde, das ist dann auch, ja, das ist Resteverwertung. Bela hat auch in einem Interview, ich weiß nicht für welches Interview, für wen das Interview war, aber es wurde angesprochen und da hat er auch gesagt, er hat so ganz viele Versionen von einmal ein Bier gemacht und er wollte die nicht wegschmeißen alle. Er fand die alle, er fand da irgendwie noch was gut dran. Das ist halt, da hätte vielleicht jemand reingrätschen müssen und ihm sagen müssen, Bela, nee, einmal ein Bier ist ein guter Track, war auf hell, war lustig, aber da brauchen wir jetzt keine langsame Version, die eine vergangene Beziehung romantisiert und an Vergangenheit, an Erinnerungen festhält. Der Text ist ja gar nicht mal schlecht. Ich mag den Text sehr gerne. Ich finde es nur ein bisschen faul, dass man da einfach einmal ein Bier recycelt hat. Weiß nicht. Ist so eine klassische B-Seite für mich. Ganz ehrlich, schmeißt den Track vom Album runter und macht dafür Auserzählt und Dobbly an die Stelle. Dobbly ist meiner Meinung nach ein viel besserer Song als das. Das hat viel mehr B-Seiten-Charakter. Aber hey, mein Gott, wer bin ich? Ich bin nicht in der besten Band der Welt. Der Track gibt mir leider gar nichts. Dann geht's weiter mit dem letzten Track, der da heißt Our Bass Player Hates This Song. Verstehe gar nicht, warum. Aber der Song fängt an mit so einem Gitarren-Picking-Muster, das an und die Gitarre war noch warm, hieß es vom Endlich-Urlaub-Album, glaube ich. Das fängt auch so ähnlich an. Und ist ein Liebeslied an unsere Demokratie. Und geh wählen, es geht nicht ohne dich. Gut, jetzt ist es zu spät. Der Sonntag ist schon gelaufen, müsste 4 Jahre wieder warten. Aber super starker Song, geht mega ab. Ist ein sehr schneller Punker. Ich würde sagen, es ist fast einer meiner Lieblingstracks des Albums. Dein Kreuz gegen Hakenkreuze ist mal wieder eine tolle Zeile. Das Album ist einfach randvoll mit tollen Zeilen und super arrangierten Tracks. Ja. Lassen wir das erstmal so sacken. Ich habe jetzt eine ganze Weile gelabert über das Album. Ich würde mal sagen, wir kommen zum Fazit langsam. Ist das Album besser als Hell? Ich würde sagen, nein. Weil auf Hell gab es für mich keinen Track, den ich skippen würde. Auf Hell... Es gab Tracks, die ich weniger gut fand, ja. Aber hier ist tatsächlich mit meine 3 Schlusslichter hier. Ich mag danach, finde ich, hätte man absolut nicht gebraucht. Dann finde ich den Rotz-Song leider überhaupt nicht stark. Polyester ist deutlich besser von Hell. Dann, was man noch sagen muss, besser finde ich auch nicht so stark. Ja, es gibt ein paar Tracks, die ich nicht so stark finde, tatsächlich. Schade. Also ich finde Hell minimal besser. Aber auch Dunkel ist ein grandioses Album. Und schauen wir mal, ob wir bald vielleicht ein Album bekommen, das Grau heißt, ne? Wer weiß, alles möglich bei den Jungs. Ja, also wenn das wirklich das letzte Ärztealbum war, dann tut's mir sehr leid für Rod. Aber vielleicht erwartet uns ja auf der ein oder anderen Single noch eine schöne B-Seite von ihm. Das war's von mir zum Album Dunkel. Ich gebe dem Album, also Hell war für mich eine 9 von 10. Dunkel ist eine 8 von 10 dann. Es ist leicht darunter, weil Hell war einfach durchgängig. Ein bisschen besser, würde ich sagen. So ein bisschen Ärzte-klassischer. Aber gut, hey, es ist ein geiles Album. Sorry, was soll man sagen? Das ist alles Meckern auf hohem Niveau.
So, bin jetzt angekommen. Genug gelabert. Das war's hierzu. Ich verlinke euch hier im Bild noch zwei andere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Vermutlich die Review zu Noise, die könnt ihr euch mal anschauen. Den Track habe ich nämlich jetzt hier fulminant übersprungen, weil, ja, über den habe ich ja schon gesprochen. Noise mit Temporocker. Ja, ganz gut, ne? Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal.